Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reap of Souls. Ja, wir sind jetzt hier auf Meister und spielen mal, weil der Tempelwächter so extrem stark ist, spielen wir mal den Akt 4 durch, also die Kopfgelder und dann eine Rift. Sonst stellen wir halt wieder runter. Und ich habe hier den Weitschuss gefunden. So. Also, Profi war einfach. Also, schwer war sehr einfach. Profi ist einfach. Und mal schauen, wie Meister so ist. Ich denke, nicht allzu schwer. Aber was ich noch schauen wollte, ist, ob wir etwas Besseres tragen können. Ich habe hier wieder ein paar Sachen abgelegt auf meine Mulis. Sieht nicht so aus. Ich brauche aber was. Den nehmen wir wieder. So. Bisschen besser. Hier haben wir auch nichts Besseres. Den nehmen wir natürlich. Und hier leider auch nichts. Okay, schade. Ah doch. Cool. Dieses Schwert, das nehme ich. Das ist Einhand. Dann können wir hier wieder umskillen. Himmlische Stärke auf Inbrunst. Sehr schön. Abklingzeitreduzierung. Auch sehr schön. Okay, super. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Stärke. Ja, ist immer noch sehr leicht. Also die Gegner sind sehr schnell tot. Durch das Schwert ist es halt noch leichter geworden, aber ja, ist doch gut, dass wir es so gut aushalten. Wir könnten schon fast auf T1 gehen. Aber das will ich jetzt mal nicht. Verfluchten Schrein, das ist eine verfluchte Truhe. Wo ist denn der Fluch? Verfluchte Schrein? Ich dachte schon, man muss die läuten, aber nein. Was ist denn hier drin? Schrott. Dann gehen wir mal hier rüber. Oh, hier ist ein Goblin gewesen. Sag doch, dass der Goblin hier war. Wie soll man das denn wissen? Und wer hat den Goblin angegriffen? Durch meine Blitzschläge wahrscheinlich, durch diese Blitze hier. Oh, nicht gut. Egal. Der Goblin kann uns gestohlen bleiben. Goblins sind gar nicht mehr so toll. Man kommt fast nichts über. Das ist scheiße geworden. Sehr scheiße. Also hier ist schon mal nichts, schade. Oh, unsere Kollegen kommen noch. Ahahahaha. Das ist so geil, der Akkurat-Champion. Der ist so stark. Ich bin frei. Gepanzerter Vernichter. Der ist gepanzerter Fehler, ja.
Der grüne Crusader. Mit dem coolen Schwert. Und dieser Dämon, der ein Huhn sein wollte. Grüß die. Haha, das hat eingeschlagen. Ach, dieser Champion ist viel zu einfach. Aber es ist gut, ich will doch weiterkommen im Spiel. Komme ich umso schneller vorwärts. Kann ich mit diesem Champion die Paragon-Level machen, dann ist es für die anderen Charaktere auch leichter. Und dann mache ich die ganze Zeit wieder neue Charakter und so und hole mir andere Items und alles mögliche. Ah, ich werde noch lange Diablo 3 spielen, auch wenn es nicht so gut ist. Ich hoffe auf ein zweites Addon bald. Ich hoffe jetzt unter einem Jahr. Dass so ungefähr im November oder so ein Addon kommt. Und das ist leider Wunschtraum. Blizzard entwickelt sehr langsam, das ist ganz normal. Und das ist schlecht. Na, wie wir Blitze schlucken. Da mal ein bisschen Regeneration. Weil Akkrat Champion auch die Wutregeneration antreibt. Viel zu viele Gegner auf einmal, hätte ich fast noch mein Leben verloren. Nicht schlecht. So viele. Eishammer, okay. Lohn des Glauds. Wir wollen Gerechtigkeit nehmen und ich will die Rüstung erhöhen. Defensive geht vor mitten eines Kampfes. Dann nehmen wir das und gehen jetzt durch diese richtig kleine Höhle. Hölle. Ja, noch einer. Oh Gottchen, die Nerven. Was, das sind schlechte Gegner. Die hätte ich nicht gerne in einem Action-Rollenspiel. In einem Rollenspiel, ja, aber nicht in einem Hack'n'Slay. Sie halten mich nur auf und das ist schlecht für die Action. Noch einer. So. Und jetzt hinein in die zweite Hölle. Die redet jedes Mal das Gleiche, wenn man hier reinkommt. Nicht so nah. Die machen Aua. So.
Bei Diablo müssen wir halt schauen, ob wir dann nicht kurzweilig runterschrauben. Man kann einfach alles spammen. Sehr schön, das geht schnell. Der läuft einfach zweimal drüber. Die KI, das Weltbeste. Die KI ist so super. Die ist krass, die ist cool, die ist schlecht. Sehr schlecht. Sehr schlecht und uncool. Boah, diese Hitze hier drin, oh Gott. Wenn man sich jetzt einfach mal kurz nicht auf das Spiel konzentriert, man bekommt fast einen Hitzschlag. Hier drinnen ist es ungefähr 34 Grad und draußen ist es noch heißer. Draußen ist es ungefähr 37 Grad. So, den haben wir. Jetzt müssen wir noch 80 Gegner töten. Stirb, du Elendes. So. So. Oh. Ist jemand gestorben? Oh Gott. Wie viele kommen jetzt hier? Alle töten, bitte. So, noch 38 Gegner töten. Nein, kein Schild. Ah, wieso müssen nur große Gegner kommen? Es geht elends lang, so. Ah. Okay, okay, okay. Ihr wollt auf die Schnitz. Hey, lasst mich doch hier raus. Ich will nicht da brodeln in diesem Shader-Teil. So. Gibt's nichts Besseres? Ich möchte Besseres. Ich möchte ein Unique. Ein Legendary. Legendary. Ich weiß nicht, ich soll eigentlich die gelben Items gar nicht mehr aufnehmen. Aber ich irgendwie verkaufe ich noch gerne Sachen. Und schau sie mir an. Halt. Vor allem das Anschauen. Ich möchte sie einfach anschauen. Auch wenn sie zu 90% schlecht sind. Weil man halt schon viele Unix hat. Oh Gott, noch mehr so Idioten. Lass mich mal in Ruhe. Genau so. Brodelt im Höllenfeuer. Boom. Prophet, cool. Gucken wir uns das mal an. Champion ist im Laden. Ah, gehen wir mal weiter. Tötet Slark, den Behemoth. So, jetzt sollte er dann bald ready sein.
setzen wir ihn einfach nicht ein. Okay, hier müssen wir fast schon einsetzen. Das geht jetzt zu lang. Nein, nein. Das reicht. So. Schauen wir uns dann mal an, wenn wir hier aus den Stacheln raus sind. So. Prophet. Ja, 100. Das ist schon recht gut, aber brauchen wir nicht. Nehmen wir Prophet und setzen ihn gleich mal ein. Aber nicht hier. Lieber den einsetzen. So, schauen wir mal an. Hier. Der ist gelblich, grün. Okay. Sieht jetzt nicht so cool aus wie der rote, aber schon geil. Aber ich finde natürlich den anderen Zorn des Berserkers besser. Ja, danke, dass ihr mich immer festhält. Ich will doch ihn besiegen. Gara, gut. Lebensband. Die Engel sind so Hühner degradiert. Schlecht. Schlecht seid ihr, schlecht. Ach, halt die Schnauze, Schwester. Wie setzt du die Hühner ein? Oh Gott, es nervt langsam. Muss ich da mal umschalten. Es ist schon gut wegen der Defensive, aber sie setzt es natürlich immer im falschen Moment ein. Schon fertig, gut. 4, cool. 4 Splitter bekommen wir, sonst 2. So, Diablo. Töten wir Diablo. So, wir skinnen sie zuerst jetzt mal um. Die kann man nicht hier umskinnen. Ach, egal. So. Diablo ist tot. Diablo wird sterben. Ich mag das, wenn der Diablo in den Himmel vom Himmel heruntergeschickt wird. In die Griffen der Hölle. Sein Paradies scheinbar. Oh Gott. Ich bin immer fast gefangen. Weil die KI natürlich um mich herum will, um mich anzugreifen. Das nervt ein bisschen. Oh. Hier ist was los. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe mich nicht mehr. Vor lauter Effekte sehe ich meinen eigenen Charakter nicht mehr. Ah, Rückstoß nervt auch. Wieso müssen diese so scheiß Fähigkeiten einbauen? Rückstoß, was macht da? Das ist vielleicht für Nahkämpfer nervig, aber es ist einfach für alle nervig. Also bei Nahkämpfer hilft es natürlich ein bisschen mehr. Aber es ist einfach nur nervig. Ich weiß nicht, was Blizzard für Probleme hat. Es sind immer so die kleinen Dinge, die Diablo 3 einfach nur scheiße machen. Aber trotzdem, der Diablo ist sehr gut, aber halt, ja, wie soll man sagen, mehr als die Hälfte ist einfach nur Kacke und trübt den Spielspaß extrem. Und vor allem, dass Blizzard immer noch nicht die Langzeitmotivation
korrigiert hat. Ich könnte jetzt eigentlich schon lange aufhören, weil ich bin schon gut. Besser muss ich nicht sein und Motivation, die guten Items zu bekommen, habe ich auch nie, weil man braucht sie ja nicht. Und nur die Torment-Stufen erhöhen und so. Kein Bock. Da bekommen die Gegner nur mehr Leben über, machen aber trotzdem noch sehr viel, sehr wenig Schaden. Und ihr seht, wie viel Leben die haben, zum Beispiel jetzt die Hammerfaust. Es nervt einfach nur. Das ist das Blöde. Aber hätte Blizzard nicht so den Style und ich bin sehr langsam. Wie lange geht der Debuff? Wie lange geht der Debuff? Das ist jetzt wirklich mal wieder extremst übertrieben. Ach, Blizzard, hey. Für mich ungefähr der dritte oder viert schlechteste Publisher und Entwickler. Weil er halt zwar natürlich die Games gut sprechen muss, die Games natürlich auch sorgfältig plant, aber jedes ihrer Games ist eigentlich recht schwach. Weil halt zuerst einmal werden die Spiele von dem Hype geblendet und dann sind sie plötzlich wieder weg und der Hype war umsonst oder so, weil man einfach nicht gut ja, weil Blizzard natürlich die Spiele nicht so entwickelt, wie sie gerne von der Community angenommen wird. Und alle neuen Spiele von Blizzard haben Probleme und sind am Anfang überfordert, überlastet, alles mögliche. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr Qualität von Blizzard erwünscht. Weil die Qualität stimmt nicht. Also, soll man sagen. Das, was man erwartet von Blizzard, ist nicht da. Man hat eine viel größere Erwartung. Man ist viel schneller verwöhnt von Blizzard als von anderen Entwicklern. Und da braucht man schon Qualität und das bietet Blizzard nicht. Ich könnte jetzt keine Stunde mehr World of Warcraft spielen, weil einfach die Qualität überhaupt nicht stimmt. Es ist genau das kleine Scheiß-Game wie andere MMORPGs, vor allem die Asia-MMORPGs, einfach in XXL. Aber es bietet im Grunde genommen genau das gleiche gähnende Langeweile. Weil halt ja die Quests nichts Besonderes sind. Und Monster kloppen bringt irgendwie nicht viel. Man ist nur in Reiz unterwegs, weil man dort wenigstens die guten Items bekommt. Ja, es hat irgendwie gar nicht den Rollenspielcharakter. World of Warcraft ist kein Rollenspiel, sagen wir so. Das ist eher so ein, ja, ich muss jetzt nochmals ein Raid machen, dann muss ich noch das optimieren. Es ist eher so ein Optimierungs- und Kurzweilspiel, ein Minigame eher. Und das ist schade. Man ist halt auch viel zu verwöhnt von zum Beispiel Sacred 2 oder Risen oder Gothic. Man, als Mitteleuropäer ist man sowieso nicht sehr angetan von diesen Art Games. Und das ist sehr schade, obwohl es eigentlich sehr viele deutsche Spiele gibt. Aber auch nur, weil natürlich die Deutschen die Besten sein wollen und am meisten World of Warcraft spielen wollen oder Diablo 3 spielen wollen. Die Deutschen sind halt immer diese Nachzügler, ey. Schade drum. Aber das sieht man auch in der Musikbranche. Wäre in Deutschland nicht alles von Amerika, würde nicht alles von Amerika kommen, würde eigentlich in Deutschland gar nichts, also auch in der Schweiz natürlich gar nichts gehen. Da wären wir immer noch Bauern oder so. Das ist ein bisschen schade. Und dabei wird eigentlich über USA eigentlich immer gelästert. Aber das stimmt gar nicht. Klar, sie sind dümmer als wir, also in Hinsicht von zum Beispiel Gesetze oder so. Oder Politik sind sie nicht so gescheit. Aber trotzdem
man unterschätzt hat die Amerikaner. Von Amerika kommt sehr viel. Und ich finde nichts Besseres, das geht nochmal gar nicht. Sowas kann ich wegwerfen. Die und die anderen lasse ich. So. Edelsteine habe ich schon so extrem viele. 167 von den Marquis Rubinen. Einfach krass. So. Schauen wir nochmals, ob wir etwas tragen können. Hier nicht. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Schade, dass der Ring so schwach ist. Ich könnte ihn gut gebrauchen. Ach, Menno. Es ist schon viel Erfahrung, wo es gibt. Es sind immerhin 21%. Ach komm, wir nehmen den. Aber die Defensive sinkt. Wir haben genug MF. Wir nehmen den Nagelring raus. Gut. Genau. Und wenn wir einen guten Helm haben, nehmen wir mal dieses MF-Zeug weg. Der ist schon viel besser. Komm, MF-Zeugs weg. Wir machen jetzt mal auf Offensive. Vielleicht können wir dann auch Ding machen. Torment 1. Genau. Einfach mal MF weglegen. So. Schauen wir, wie stark wir sind. Schatten. 14.000. Ah, recht gut für das Level. Was ist jetzt los? Oh. Da kommen noch recht viele. Ah, von den Großen. Ist der leicht geworden, aber die Defensive ist eher ein bisschen besser geworden. Ja, die Offensive auch, aber die Gegner waren halt jetzt ein bisschen zäh. So, dann können wir zum Diablo gehen. Haben noch ein Level. Sehr schön. Geblendet. Cool. Nein, noch ein Level, komm. Ich brauche das Level. Ich war jung und brauchte das Level. So. Rasanter Sturz. Aha, himmlische Vollstreckung. Es war ein gutes Kill, aber ja, ich habe lieber Ding drin. Hier. Phalanx mit Bogenschützen. So, hallo Diablo. Brauchst du mal eins in die Fresse? Ah, du hast viel Leben. Ah. Was ist jetzt los? Ah, da hinten.
Ja, jetzt musst du abhauen. Okay, Schatten auch leicht. Halt nur viel Leben, aber egal. Oh, der Schattenklon hat viel Leben. Aber du machst ja null Damage. Was machst du überhaupt? Du kannst ja gar nichts machen. So, der hat nicht weniger Leben. Der geht relativ schnell. Sehr schön. Ja, jetzt haut er schon wieder ab. Der Schattenklon hat viel mehr Leben als der Diablo selbst. Schlecht, sehr schlecht. Ja, red nicht zu viel, kämpf lieber. Da brauche ich gar Kratz-Champion gar nicht. Weil das Zorn sowieso schön aufgeladen werden kann. Und was macht Akratz Champion sonst noch? Verursachte Schaden, aha. So, jetzt können wir Akratz Champion einsetzen. Aber erst später im Kampf. Ach komm schon. Verliert aber recht viel Damage. Also Leben meine ich. Bekommt sehr viel Damage. Okay, dann geht's mal los. Ha, ich kann nicht gefangen werden, wenn ich Akratz Champion bin. Oh, machst du wenig Damage. Also im normalen Spiel hat Diablo noch so extrem viel Damage gemacht. Aber jetzt in Ross wurde alles viel zu einfach gemacht. Es ist im Allgemeinen viel zu einfach. Ich könnte jetzt sagen, ja, ich gehe jetzt in Torment 5 oder so, aber da habe ich nur extrem zähe Gegner, aber sie machen trotzdem keinen Damage. Und ich mache alle Items eigentlich nur auf Schaden und kann trotzdem so viel aushalten, dass es, ja. Das Balancing stimmt einfach gar nicht. Die Mischung zwischen Damage und Leben der Gegner stimmt gar nicht. Es ist nicht ausgeglichen, sagen wir so. Und das macht schnell Ross halt sehr einfach. So, was haben wir denn bekommen? Hä? Was bekommen wir denn als Belohnung? Schrott. Mehr Schrott vom Ganzen. Mehr Schrott. Wir haben mehr Schrott. Und immer noch kein Legendary. Ja, ist jetzt klar, dass wir kein MF mehr haben, aber trotzdem sollte doch noch ein Legendary droppen, oder? Aber wo ist das Legendary? Nirgends ist das Legendary. Ah, jetzt können wir zum Rift gehen. So. Schauen wir uns das Rift an. Wir gehen durch das Rift. Nein, ich besitze die Kraft nicht, hat die Fresse. Klar besitze ich die Kraft. Ah, nicht schon wieder diese. Einfach alles anmachen und zerstören. Ah, nerven diese kleinen Gespenste. Das sind die großen. Nicht so schlimm. So. Schreckensgespenste, wie die heißen. Der hat gar nichts gedroppt. Das geht mal gar nicht. Wo ist mein Item? Ah, hier jetzt. Ach, Blizzard, gehen die selber wieder nicht gut. Die Items erscheinen manchmal einfach nicht. Ach, wieso müssen so scheiß Gegner hier in diesem ersten Rift sein? An der ersten Rift-Ebene.
Alles scheiße. Mann, weil ich das will, dass das Game scheiße ist. Nein, Scherz. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber... Wenn so Scheißgegner in einem Rift alle Scheißgegner sind, dann macht das wirklich keinen Spaß. Da muss ich schon fast drunter stehen wieder. Geh raus aus diesem Teil. Kannst du nicht rausgehen. Ah, Fries und Ding. Arkan verzaubert. Alles mögliche auf einmal. Hab ich mich aufgeregt, als ich damals in Inferno, wo Inferno noch ganz schwer war. Hab ich mich da aufgeregt, als immer diese Säulen kamen. Diese Arkan-Säulen und das Fries zusammen. Oh, das war unmöglich dazu mal noch. Jetzt halten wir es wenigstens aus. Aber früher hat man ja die schlimmsten Probleme gehabt. Was ist denn das für ein schlimmes Teil? Diese Falle nervt mich schon jedes Mal. Ab so auf hohen Schwierigkeitsgraden noch mehr. Habt ihr nicht, ihr habt sicher meine Challenge, die ich angefangen gesehen, da habe ich ja mega Probleme noch auf Meister gehabt und jetzt habe ich gar keine Probleme mehr auf Meister mit einem anderen Charakter. Das ist so geil. Der Unterschied, also wie lange ich an einen Gegner gehockt bin und jetzt, wie schnell die Gegner down sind, das ist einfach krass. Nur durch bessere Items. Und durch Nephalem-Stufen-Levels. Aber dort habe ich ja nichts eigentlich mit Stärke genommen, außer Abklingzeit-Reduzierung. So, jetzt reicht es. Was wollt ihr von mir? Ich habe nichts. Ich let's play nur. Ihr müsst nicht... Ah, dieser Fan-Ansturm wieder mal. Nein, Chat. Ich hoffe nur, dass ich nicht belagert werde, wenn ich manchmal im Real Life irgendwo hingehe. An Events oder so. So rasant, wie die Abos besser werden. Und auch die Kommentare irgendwie wie mehr werden. Habe ich das Gefühl, ich werde schon bald berühmt. Ich mag nicht irgendwie berühmt zu sein. Aber ich bin irgendwie sehr glücklich darüber, dass es endlich losgeht, weil ich habe lange gehungert. Und ja, manchmal bin ich schon fast verzweifelt. Und jetzt habe ich schon 250 Abos. Wow. Für viele ist es sehr wenig, aber man muss ja zuerst mal starten. Und ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt so richtig starte. Dass es bei mir losgeht. So, endlich weg von dem Scheißlevel. Jetzt haben wir hier noch einen Brunnen. Jetzt geht es noch schneller. Und Eile. Gebt mir Gegner. Lass dich besiegen, bitte. Oh, hier ist noch eine Truhe. Mit Schrotting. Ah. Wo ist das Legendary, hä? Wo ist das Legendary? Wo ist das Legendary? Ich such das Legendary. Ich such's. Und finde es nicht, ich finde es nicht, ich finde es nicht. Weil wieso finde ich das nicht? Das ist zum Verzweifeln. Ich brauch doch ein super Legendary. Jetzt, wenn wir es Ding finden, ist es dann eine Armbrust oder so. Dass wir überhaupt nicht gebrauchen können. Ach, das ist kacke. Und wieso steigt unser Nephalem-Anzeige nicht hier? Wow, 23%. Da werden wir ja nie fertig. Okay, dann werde ich kurz hier die Aufnahme für einen neuen Part. Bis gleich.